Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute Überlebender. Ja, und ich spiele heute auf Zuschauerwunsch mit den Perks Zerlegen, Wachsam, Dunkle Wahrnehmung und Anschnallen. Ja, ich bin mal gespannt, wie ich mich mit diesen Perks schlagen werde. Zerlegen hilft mir ganz gut dabei, irgendwie ja, einen Haken zu zerstören und dann direkt zu wissen, wo der Killer ist. Anschnallen hilft mir dabei, zu sehen, wie weit meine Teammates recovered sind. Ich sehe hier keinen Generator. Über mir, glaube ich. Ja genau, wie weit meine Teammates recovered sind. Hilft mir, zeigt mir aber auch die Killer-Aura an für 6 Sekunden, wenn ich gerade jemanden vom Boden hochheile. Wachsam zeigt mir sowieso die Killer-Aura an, wenn er irgendwas kaputt macht. Und dunkle Wahrnehmung zeigt mir auch nochmal die Aura an, wenn ich einen Generator mache. Also eigentlich perfekt darauf ausgelegt, zu wissen, was der Killer gerade macht und wo er gerade ist. Ich glaube, wenn ich sagen müsste, ich glaube, der stärkste Perk in dem Bild, also den ich am stärksten finde, ist Wachsam. Das finde ich tatsächlich wirklich ziemlich gut. Wenn man keine Lust hat, mit Objekt der Besessenheit zu spielen, dann kommt Wachsam da eigentlich schon ziemlich gut ran. Wenn man dann, weil der Killer eigentlich normalerweise immer ganz viele Paletten zerstört, und hinten haben wir ein Ghostface. Der Perk, mit dem ich bis jetzt kaum gestibiert habe, das ist Anschnallen. Du, der kommt hierher, ne? Ich höre Herzschlag. Nee, komm, wir laufen weg. So, ich lege mal ganz viele Rennspuren nach hier unten. Und spring mal durch das Fenster. Dadurch lenke ich ihn vielleicht vom Bill weg. Er zertritt hinten meinen Generator. Und nein, er sucht, glaube ich, weiter den Bill. Der Bill, hat er sich hochgeheilt oder war das jemand anderen? Dort hat er wieder eine Palette kaputt gemacht. Oh, was ist das? Was war das? Wieso war das jetzt plötzlich so laut? Ich habe den noch vorher auch schon gesehen. Keine Ahnung. Jedenfalls hat er dorthin wieder was kaputt gemacht. Der ist dort unten. Dort. Okay. So, und wird auch direkt aufgehoben. Das Ding ist, Anschneiden bringt mir eher was, wenn der Killer auch wirklich sluggt. Das ist also eher so ein Nischen-Perk, der, naja, nicht immer ganz so gut ist. So, dort oben wurde der, dort hier unten wurde er aufgehangen. Ich versuche mal retten zu gehen. Ich denke aber mal, dass hier irgendwo eine Treppe ist. Ja, da ist direkt eine Treppe. Bei Ghostface muss man sich immer umschauen. Aber ich sehe ihn nicht. Dort oben ist er, okay. Lauf. Okay, er geht direkt nach unten. So, ich laufe mal so ein bisschen dem Bill hinterher. Um ja auch irgendwie aus dem Gebiet zu kommen. So, ich gehe hier runter lang zu dem Fenster. Er geht mir nach. Nee, geht er nicht. Er geht auf den Bill. Ah, wie ärgerlich. Warte mal, ich versuche mal irgendwie dazwischen zu gehen. Nee, oder was? Was? Wartet mal. Der kann auch einfach seinen Herzschlag deaktiviert haben. Nee, ich höre noch. Ich höre noch Herzschlag. Da oben ist er. Wie konnte der jetzt plötzlich nach da oben? Jetzt ist er wieder runter. Der ist wahrscheinlich hier einfach abgebogen und nach oben gegangen. Dort macht er wieder was kaputt. Okay, das Gute ist an Wachsam. Ich weiß auch, dass hier auf der halben Map kaum mehr Paletten sind. Der ist dort oben gerade. Mac, geht dort weg. Ich werde versuchen, wieder hier ranzugehen. Ja, da ist er nämlich jetzt direkt zum Generator gegangen. Okay, er hat Überladen mit dabei. Dort hinten läuft er. So, ich nehme mal den Bogen. Jetzt tritt er wieder gegen den Gen. Okay, der wird also gegen alle Generatoren treten, weil er mit mit Überladen spielt. Shit. Kommt er direkt wieder? Oh, Mac, ey. Die hat mich jetzt echt erschreckt. So, von da sehe ich ihn nicht. Da sehe ich ihn nicht. Dort habe ich ihn. Habe ich ihn aufgedeckt? Okay. So, ich gehe wieder hier lang. Ich glaube, ja, dort oben stehen noch Paletten. Er läuft mir gar nicht mehr nach. Shit, jetzt geht er hier rum. Nee, er ist... Shit. Er ist andersrum gelaufen. Okay. Ah, da hat er nur angetäuscht. So, ich versuche ihn mal jetzt... Na gut, die Palette muss ich umwerfen. Einen weiteren Loop schaffe ich hier nicht rum. Ich versuche jetzt nach unten zu gehen. Ich will die Palette dort hinten nicht umwerfen. Die hätte ich noch gerne. Stattdessen lieber eine hiervon. Wobei, die sind eigentlich schon fast besser, ne? Aber
Shit. Jetzt hat er mich... Oh, ich muss beide umwerfen. Das ärgert mich jetzt. So, toll. Jetzt habe ich zwei... eigentlich die beiden besten Paletten hier im gesamten Spiel umgeworfen. Er geht runter in den Keller. Okay, da hat er wahrscheinlich meine Spuren falsch gelesen. Nein, er hat vielleicht da jemanden runterrennen sehen. Okay. Gut, wir haben Ruin aus dem Spiel. Wir haben aber noch Überladen, gegen das wir uns durchschlagen müssen. Dort hinten macht er wieder jetzt die andere Palette kaputt. Okay, damit ist der Keller auch total unsicher. Der Bill kommt angerannt. Gefolgt vom Ghostface. Dort hinten ist der... Kommt er direkt her oder nimmt er einen Umweg? Oh, ich dachte gerade, da wäre was. Da sehe ich ihn nicht, da sehe ich ihn nicht. So. Bill heil mich. Ich höre Herzschlag. Dort oben ist er, okay. Das war wieder ein Generator. Ich glaube, oben stehen kaum mehr Paletten. Ich weiß, dass oben noch da hinten noch eine Palette steht. Wahrscheinlich steht bei den Toren noch, stehen da noch Paletten. Hier ist auch noch, da hinten ist noch eine Palette. Aber ich glaube, der hat hier schon echt gut aufgeräumt. Gut, es kann auch sein, dass ich mich einfach täusche und der immer wieder gegen die ganzen Generatoren getreten hat. Na, wo gehst du lang? Jetzt da lang, okay. Da gehe ich wieder hier hin. Ah, überladen. Ich sag doch, manchmal, ne, da trifft man's easy, da ist es kein Problem. Aber zu oft erfüllt seinen Zweck, ne? Der ist hinter mir. Ich habe, glaube ich, gerade Kate gesehen. Cape gesehen. Dort hinten ist er. Aber er ist oben. Okay, das ist richtig blöd. Wir kommen gerade gar nicht so zu den Generatoren. Kommt er zu mir? Habe ich hier noch eine Palette? Ja, habe ich. Okay. So, im Zweifel könnte ich mich auch hinter diesen beiden Tonnen dort verstecken, wenn er um die Ecke kommt und mich nicht sieht. Aber gut, das ist schon ein eher optimistisches Versteck. Ist hier irgendwo ein Aufstieg? Ja, da ist ein Aufstieg. Ich habe seinen Schatten gesehen. Okay, aber er geht nicht zu mir. Er jagt dort gerade irgendwo jemanden. Ist so cool, ich sehe ihn einfach die ganze Zeit. Oh Mann. Wasser zahlt sich da echt aus. Das Ding ist nur, wir kriegen es gerade irgendwie nicht gebacken, die Generatoren zu aktivieren. So, er tritt wieder dagegen. Er schaut kurz und geht wieder nach dort unten. Und, oh, wundervoll, wenn man mal den Skillcheck trifft, ne? Dort war das Team fleißig, hat auch noch einen Generator gemacht. So, ich versuche den weiter durchzuplauzen. Das Ding ist, er könnte sich auch perfekt von hinten anschleichen. Jetzt hat er mal jemanden hochgestolkt. Wo ist er dort unten? Boah. Entweder sind das Generatoren oder wir haben hier echt ein Problem dann, wenn es weiter so geht. Dann haben wir kaum mehr Paletten. Nee, ich glaube, das sind Generatoren. Und jetzt kommt er zu uns. Nee, ich gehe hier weg. So, kann ich mich verstecken? Optimistisches Versteck. Und was macht er? Er geht weiter weg. Okay, hat sich, er ist in seinen Stealth-Modus gegangen und ist weggelaufen. Okay, ich schaue mich trotzdem weiter um. Wir haben hier eine ziemlich gute Palette. Er ist wieder in seinen Stealth-Modus gegangen. Lauf, 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 nicht mich blocken. Will. Den Schlag hätte ich nicht mitnehmen müssen. Und, shit. Skillchecks in der Jagd zu treffen, das ist hart. Das kriegt man dann nicht unbedingt gebacken. So, aber dadurch, das Gute ist, dadurch habe ich ihn wiederum aufgehalten, weil er ist jetzt wieder zurückgegangen und hat sich gesagt, so, jetzt werde ich wieder gegen den Generator treten. Er ist dort unten wieder. Und er geht nach unten, okay. Das heißt, wir haben kurz Zeit. Ich glaube, den Gen könnten wir sogar schaffen. Zumal er bei diesem Ausstieg nach hinten rauskommt und nicht auf unserer Seite. Und jetzt geht er nach oben, okay. Ich würde mich gerne hier an der Palette heilen lassen. So. Dort hinten, er bewacht die ganze Zeit die Mittelgeneratoren. Ich habe hier gerade irgendwo hier eine weibliche Stimme jammern hören. Ich glaube, unter uns hält sich gerade eine Mac, oder? Ich gehe gleich mal runter und schau. Ah, okay, hallo Mac.
Na gut, die zwei. Die 2 Zentimeter greife ich noch ab. So, 78 Heilpunkte. Okay, er ist wieder oben. Das Ding ist, wenn er halt nur gegen Generatoren tritt, er kann das halt nicht dauerhaft so halten, ne? Er muss so langsam mal irgendwie Druck aufbauen und uns schnappen. Er ist wieder nach dort oben gelaufen. Ich weiß gar nicht, wo, auf welchem Weg kommt er nach hier unten? Wahrscheinlich dort um die Ecke. Ja. So, kann ich mich hier irgendwo verstecken? Er hat nämlich gerade den Bill gejagt. Das heißt, der Bill hat dort überall Rennspuren. Das heißt, er sieht mich vielleicht nicht, wenn ich mich ganz gut verstecke. Er schaut sich wieder um. Er traut der Situation nicht so ganz. Er bleibt in der Nähe. Wirkt so zumindest. Nee, er ist oben, okay. So, jetzt geht er noch dort hinten zu einem Generator. Ich glaube aber, er muss da lang in die Richtung. Nur von dort kommt er irgendwo runter. Da muss irgendwo eine Treppe sein. Okay, dort hinten hat er auch noch einen Generator. Also, ich glaube. Oh je, jetzt kommt er zu mir runter. Ah, dort hinten hat er die Mac gesehen. Das heißt, ich kann mich jetzt vielleicht nochmal bei der Palette oder hier an der Ecke verstecken. Er tritt wieder gegen den Gen. Das fliegt ihm gerade alles so ein bisschen um die Ohren. Er kriegt es nicht hin. Ach, shit, jetzt hat er mich gesehen. Er kriegt es halt nicht hin. Warte mal, den nehme ich mit. Upsi. Okay, ich habe da eine Palette. Ich gehe mal nach oben. Jagt er mich? Ja, jagt er. Okay. Das war vielleicht nicht unbedingt notwendig. Allerdings gebe ich meinem Team dadurch ein bisschen Zeit, jetzt auf die anderen Generatoren zu gehen. Das Ding ist, ich habe hier noch diese Palette. Jetzt jagt er mich gar nicht mehr. Okay. Die Palette ist weg, aber darunter ist auch noch eine Palette. Wir sind also hier noch nicht ganz wehrlos, obwohl es so aussah, als hätte er die ganze Zeit nur gegen Paletten getreten. Wir haben hier noch eine. Ich habe keine Selbstheilung, kein Nichts dabei, irgendwie, um meine Teammates zu finden oder so. Hier haben wir auch noch eine Palette. So ein bisschen wichtig, sich die Paletten zu merken, gerade auf dem Spiel. Denn hier gehen die Paletten mal ganz schnell weg. Okay, dort hinten hat er die Mac geschnappt. Das ist jetzt seit langem mal wieder irgendwie jemanden, den er niedergemacht hat. Den Generator könnte ich schaffen. Ah, sieht aber so aus, als wäre das hier bald auf seiner Patrouille. Ah, da hängt die da auf und kommt wahrscheinlich hier dann durch die Tür. Soll ich es durchziehen? Dort hat er wieder gegen was getreten. Und, kehrt er um. Na, er geht jetzt. Ja, da ist die Treppe wahrscheinlich. Dort hat er wieder gegen was getreten. Ich rette mal schnell die Mac. Oh je, da kommt er bestimmt irgendwo von oben runter. Mac, wir müssen hier weg. Ich hoffe mal. Das Ding ist, ich bin halt Dwight. Ich bin halt, also ich bin verletzt, meine ich eigentlich. Ich bin lauter verletzter Überlebender mit meinem Dwight. Dadurch kann er mich leicht hören. Deshalb musste ich darauf so hoffen, dass der Mac so ein paar Rennspuren setzt. Dass er ihr lieber eher nachjagt. Shit. Okay, er hat. War das wieder die Mac? Oh, habe ich jetzt ein bisschen gefarmt? Ich hoffe nicht. Aber gut. Der Killer hat halt keinen anderen vor seiner Klinge gehabt. Ich habe mich versteckt. Das Ding ist, ich war verletzt. Er wird gleich herkommen. Er ist in unsichtbaren Modus gegangen, denke ich. Na? Okay. Nimmt er den Weg runter? Ja, nimmt er. Okay. Er ist hinter mir. Ich habe hier noch eine Palette. Nee, habe ich gar nicht. Verdammt! Wo habe ich hier eine Palette? Nee, ich bin gerade wo ganz anders. Da habe ich noch eine Palette, okay. So. Über mir oder hier hinten wird irgendwo dran gearbeitet? Hier hinten. So, die Mac hat Anführer, das heißt. Oh, da haben wir wieder. Ich hab ihn gesehen, ne? Ich habe seinen Schatten gesehen. Zum Glück habe ich es gesehen und bin schnell weg. Ansonsten hätte er mich schnell gedownt und hätte schon wieder einen Haken gehabt. So, er hat wieder gegen den Gen getreten. Wieder überladen ist überladen drauf. Ist schon so ein bisschen kritisch, ne? So, also okay, ich muss halt wirklich auf den Schatten achten, wenn er in seinem Modus ist. Von da kommt er anscheinend zumindest häufiger. Das ist wahrscheinlich so seine Rotation, die er abgeht. Irgendwie so einen großen Kreis. So, er hat dort hinten gegen getreten. Jetzt kommt er wieder. Nee, er jagt oder kommt er jetzt zu mir runter? Ich weiß es nicht. So, jetzt ist dunkle Wahrnehmung an. Für, ich glaube, 10 Sekunden weiß ich jetzt, wo er ist und wo er lang geht. Und natürlich folgt er meine Spur. Dwight, sei ruhig, bitte. Boah, Dwight ist einfach mal viel zu laut.
Okay, keine Ahnung, wo er hin ist, aber er war hier gerade in der Nähe. Hier habe ich noch eine Palette und dort unten habe ich noch eine Palette. Dort haben wir den Ausgang. Dort haben wir aber auch Leather... Quatsch. Ghostface. Das Ding ist, ihm bringt es jetzt eigentlich nicht viel, mich zu stalken. Oh, ich wäre ihm jetzt voll reingelaufen. Tja, da sieht man einmal nicht das rote Licht, ne? Oh, ich dachte, er täuscht nur an und kehrt um. Deshalb bin ich nicht direkt rüber gesprungen, damit ich nicht in so einer Situation bin, wo ich die ganze Zeit hin und her springen muss. Okay, das Team hat das Tor auf 99 etwa aufgemacht. Die wollen wohl nochmal retten gehen. Okay, aber Ghostface schaut sich um. Hat er... Oh ja, siehste. Ne? Er hat wahrscheinlich mit Barbecue gesehen. Okay, da hinten sind alle. Und jetzt bleibt er hier im Gebiet. Ich glaube, der wollte sich auch erstmal verstecken. Ja gut, das Ding ist, ich bin jetzt hier so ein schöner Haken. Im Endgame sozusagen. Ne? Mich wird er hier nicht so einfach... Warte, ich muss ihn aufdecken. Wieso decke ich ihn nicht auf? Okay, die hat ihn aufgedeckt. Hast du... Shit, sie hat... Ah, meine einzige Rettung wäre jetzt eine geliehene Zeit, ne? Ansonsten komme ich hier nicht raus. Die Mac ist, glaube ich, auch... Ah, die Mac ist tot. Okay, der Bill hat nochmal einen Schlag getankt. Sehr mutig. Aber Ghostface, nee. Der hätte vielleicht sogar nochmal jemanden schnappen können. Oh, die Mac, die ist echt... Huh. Die geht aufs Volle. So, aber der Ghostface, ne? Der lässt hier nicht locker. Der will seinen Kill haben. Ist aber nicht gierig genug, sich einen zweiten Kill zu holen. Okay, jetzt bin ich in der Struggle-Phase. Ah, okay, die haben wahrscheinlich alle keine geliehene Zeit. Ansonsten hätte sie mich einfach gerettet. Dann hätte ich... Wieso habe ich den jetzt aufgedeckt oder war das jemand anders? Wahrscheinlich hat es dir gemacht. Das Ding ist immer, wenn er die so ein bisschen hochstalkt. Nicht, dass die dann irgendwann auf 99 gestalkt sind oder er sie dann einfach wegmachen kann. So, jetzt kommt der Bill an. Wo haben wir noch eine Palette? Verdammte Axt. Oh nein. Bill. Ja. Nee, das war wohl nichts. Okay, ich versuche schnell von diesem Haken wegzukriechen. So, er wurde aufgedeckt. Jetzt hilft mir wirklich nur ein Bodyblock mit der gesamten Mannschaft. Ich versuche hier runter zu kriechen, da wo der zerbrochene Haken ist. Da hinten ist, glaube ich... Nee, dort haben wir auch noch einen Haken in der Nähe. So, okay. Ah, sollte ich recovern? Es lohnt sich eigentlich gerade nicht zu recovern. Ich mache es aber einfach mal. Mal sehen, vielleicht kriegen die noch irgendwas hin, aber... ich denke mal, am ehesten komme ich hier raus durch einen Bodyblock. So. Was ist denn das hier? Ja, ich deck dich auf. Okay, jetzt hat er den Bill hoch, sich an den Bill hochgestalkt. Okay, wenn er mich jetzt auffängt, dann bin ich tot. Er hängt mich an den Haken. Okay, das habe ich mir schon fast gedacht. Dort haben wir die Mac. Die Kay. Ja, doch, eine Mac ist das. Die andere kommt angelaufen, ist aber leider zu spät. Das Ding ist, selbst wenn sie es geschafft hätte, einen Schlag zu tanken, dann wäre ich immer noch nicht freigewickelt gewesen. Dafür hätte der Bill noch kommen müssen. Aber dafür war der Bill halt leider gefährdet, ne? Schwierig, ne? Aber gut, wenigstens kommen die anderen drei raus. Wir haben es gut rausgeschafft. Also, nee, wir haben es nicht gut rausgeschafft, aber wir haben es gut durch die Runde geschafft, würde ich mal sagen. Von unseren Perks hat uns eigentlich hauptsächlich Wachsagen geholfen. Und am Ende ein bisschen dunkle Wahrnehmung hat uns da nicht viel geholfen. Wir haben sogar einen Double Pip gemacht. Mensch. Okay. Na gut. Er hat halt versucht, ständig mit Überladen seine Generatoren beieinander zu halten, aber es hat halt nicht so gut geklappt, weil er ist halt immer nur durch die, zu den Generatoren hin und her gelaufen. Kam aber nie dazu, irgendwie Überlebende fertig zu jagen, weil halt, er hat auch noch Überwachung. Dadurch hat er wahrscheinlich immer gesehen, okay, da hat irgendwo jemand den Skillcheck geschafft, ist hingegangen, hat gegen den Generator getreten, hat direkt bei einem anderen Generator gesehen, okay, Überwachung klingelt, ist dann direkt wieder hingegangen und das hat ihm dann total das Spiel zerrissen und er hat es nicht mehr gebacken bekommen. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt ja gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren lassen und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!